Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie nun im Namen der Raiffeisenbank Mariazellerland zur Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2010 herzlich willkommen heißen. Ich darf Sie auch in meinem Namen alle hier sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich heute da sein kann, bedanke mich auch für die Einladung und muss sagen, es ist auch heute für mich persönlich ein wichtiger Moment, dass ich da sein kann, aber zu dem Punkt werden wir dann später noch kommen. Der Wichtigste. Dieser Tagesordnungspunkt hat ein wenig Wehmut auch in sich. Es gilt heute einen wohlverdienten Mitarbeiter zu verabschieden in den wohlverdienten Ruhestand. Sie haben es schon gehört, unser Direktor Kurt Foltech hat nach 35 Dienstjahren, so meine ich, doch nun auch das Recht, einmal in Pension zu gehen. Im Namen der Raiffeisen Landesbank Steiermark AG ganz, ganz herzlich bedanken für seinen gewaltigen Einsatz. Sie haben wirklich eine sehr, sehr gesunde Raiffeisenbank hier. Einer der obersten Proponenten dieser Entwicklung ist Kurt Weitig. Und noch einmal, lieber Kurt, in dem Sinne herzlichen Dank für deine Tätigkeit. In diesem Sinne eine gute Zukunft. Und damit ja auch Kraft für die Zukunft geschenkt ist, du weißt, die deutschen Spezialitäten haben Europaraum, mögen dir auch für die Zukunft Kraft, Ausdauer und Beharrlichkeit geschenkt sein. Möchte ich heute im Namen der Regionalen Wirtschaft hier bei der Bank Dank sagen, ein kleines Präsenten überreichen und eine Anerkennung für die geleistete Arbeit in den vergangenen 35 Jahren. Eine stolze Ehre, muss man eigentlich ganz offen sagen. Ich möchte mich bei dir als Bürgermeister für dein Engagement bedanken und als Mensch für deine Freundschaft. Das ist mein Papa und ich hätte gerne ein bisschen was gesagt. Ich habe durch Zufall einen Aufsatz gefunden, den ich geschrieben habe mit 10 Jahren, über die Arbeit von meinem Vater. Am Abend kommt er müde nach Hause und sagt, holt mir die Zeitung. Dann isst er etwas, setzt sich zum Fernseher und schläft ein. Das hat mir zu danken. Waren jetzt ein paar große Überraschungen dabei. Am meisten hat mich meine Tochter überrascht mit ihrem Aufsatz. Das war ein bisschen, ja, ich glaube, es geht an jeden so. Und das Letzte, wo ich meinen Schlüssel übergeben darf, an meine langjährige Prokuristin, 21 Jahre war sie Prokuristin und jetzt ist sie seit 1. April Geschäftsleiter. Das habe ich stets bei mir. Ich darf ihn dann, so 20